Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Celeste. Beim letzten Mal haben wir es in diesen komischen Tempel reingeschafft und haben unseren Kollegen hier in einem Spiegel wiedergefunden. Na Theo, da bist du ja. Madeleine, hey. Warum bist du in einem Spiegel? Das könnte ich dich auch fragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da im Spiegel du bist. Was ist passiert? Nun, ich habe ein nonchalantes Spiegel-Selfie gemacht. Na, du weißt schon, hier ist euer junge Theo in diesem uralten Tempel. Keine große Sache. Hashtag gesegnet. Na, und plötzlich wache ich auf und liege am Boden. Wie sieht's da drüben aus? Wie kann ich dich finden? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, es ist echt dunkel und seltsam. Es gibt... warte, da kommt etwas. Ich spüre eine starke Neigung, wegzulaufen. Sei vorsichtig, okay? Ja, lauf du mal besser weg, wenn irgendwas kommt in der Spiegelwelt. Das macht Sinn. Okay. Da muss ich doch hochklettern können, oder nicht? Okay. Das haben wir... fast. Fast haben wir das. Okay, das scheint gar nicht so einfach zu sein, wie ich dachte, wie es ist. Na, hätte ich nur noch nach oben dashen müssen, dann hätten wir doch gehabt. Das war zu früh. Das war wieder zu früh. Na, nicht so weit, nicht weit genug nach links gedrückt danach. Das ist echt ein knappes Fenster da. Na, komm. Ach, geht doch. So schwer ist das doch alles gar nicht. Da kriegt man so eine Erdbeere doch auch, wenn man sich nur genug anstrengt. Schauen wir mal da eine verschlossene Tür. Machen wir mal das Licht an. Dunkle Tempel. Ganz was Blödes. Nicht mal einer das Licht anmachen kann in dem Tempel hier. Müssen wir es halt selber anmachen, ne? Scheinbar haben wir ja die Möglichkeit, im Vorbeilaufen einfach irgendwelche... Lichter anzumachen. Okay, dann kommen wir so an diese Erdbeere ran. Und so kommen wir hier oben wieder raus, okay? Soweit so einfach. Okay, da oben ist auf jeden Fall schon beleuchtet. Da werden wir also wahrscheinlich hingehen müssen. Da schauen wir uns erstmal hier in dem Raum noch um. Naja, der hat mit dem gerade nach oben schießen wieder nicht so ganz so gut funktioniert. Na, jetzt hat es funktioniert. Okay, da scheint nichts zu sein. Schauen wir mal hier. Ein bisschen sollten wir uns ja immer noch umschauen, glaube ich. Da sind wir gerade vorhin nach unten geklettert. Dann schauen wir uns mal hier oben noch um. Ah, da geht es auf jeden Fall noch weiter nach oben irgendwo hin. Habe ich gerade gesehen. Und da ist definitiv noch was. Ich schätze mal, da muss ich mich an der Seite dran festhalten. Ja, okay. Dann schauen wir doch mal, was wir hier oben finden. Vermutlich eine Erdbeere, jawohl. Okay, dafür müssen wir einen Schalter erstmal irgendwo finden. Der wird wahrscheinlich hier hinten irgendwo sein. Ah, okay, ich habe gar nicht in den Raum reingeguckt. Das ist eine Erdbeere, die, wenn wir dashen, dass die weggeht. Ah, das hat nicht so gut funktioniert. Okay, da hat er schräg nach oben angenommen, obwohl ich nach oben gedrückt habe für die Blase. Okay, jetzt nur wieder zurückschaffen. Und wir haben es erfolgreich zurückgeschafft. Okay, das ist also auch unsere Erdbeere. Aber irgendwie haben wir den Schalter dafür noch nicht so ganz gefunden, ne? Kann natürlich sein, dass es jetzt einfach der andere Ausgang ist, wo wir hier hinten nach oben springen konnten. Oder dass einfach noch ein geheimer weiterer Aufgang nach oben. Das könnte natürlich auch einfach sein, ne? Aha, das ist das Rätsel der Lösung. Okay.
Wollen wir trotzdem noch hier oben lang gucken. Da ist noch eine Erdbeere. Wie kommen wir da ran? Machen wir mal Licht an. Okay, das ist auf jeden Fall der Weg zurück. Okay. Okay, da muss ich dann irgendwann loslassen, schätze ich. So, jetzt in etwa. Aha. Okay. Oh, das hat funktioniert. Ich habe mir nicht 100% sicher, ob es funktioniert, aber es hat funktioniert. Dann wollen wir doch jetzt mal weiter. Ich glaube, wir haben da alle Gänge genommen. Ich wüsste zumindest gerade nicht, wo noch einer sein könnte. Okay, da oben ist schon mal nichts, aber hier in der Mitte ist doch bestimmt was oben drin, jawohl. Aber nicht das, was ich dachte, was drin wäre. Kein Geheimnis, sondern einfach nur ein Zwischengang, um seine Kräfte wieder aufzuladen. Warum funktioniert das Festhalten da nicht so gut, wie ich mir das erhoffe die ganze Zeit? Das wollte ich nicht. Das wollte ich schon eher. Das wollte ich so nicht. Okay, machen wir es vielleicht doch besser einfach so. Ist einfacher. Wow, irgendwie funktioniert der Festhalten an der Plattform da nicht so gut, wie ich die ganze Zeit erhoffe. So, warten wir halt einfach mal ein Sekündchen länger, bis der Ding auf uns zukommt, um sich dann dran zu hängen, ne? Geht das vielleicht auch eher. Okay, wir machen uns wieder selber Licht an. Da geht es auf jeden Fall irgendwo hin rein. Das sieht nicht besonders nett aus, das Ganze, was wir hier so rumfliegen haben. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter nach unten. Schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Ja, wir sind in diesem Tempel ganz schön viele große Räume, in denen einfach nur irgendwelche Gänge irgendwo hin sind. Für mehr Erdbeeren. Ja, schauen wir uns vielleicht erstmal hier unten um. Okay. Ah ja, okay, wir müssen dann davon abpusten, okay? Und dann müssen wir uns daran wieder festhalten. Okay, die war einfach zu holen. Vergleichsweise zu anderen Erdbeeren. Dann schauen wir uns auch gleich mal hier unten um. Noch mehr Lichter, noch mehr Gänge. Okay, das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Ah, das hat aber funktioniert. Okay. Eine verschlossene Tür, für die wir erstmal einen Schalter finden müssen. Den wir den allerdings definitiv nicht von hier unten aus erreichen. Hier gibt es irgendwie keine Plattform, wo wir hin können. Also müssen wir hier von weiter oben irgendwo reinkommen. Da scheint mir ein Eingang zu sein. Wenn wir mal die rote Blase dafür benutzen müssen. Schieße ich mal da rein in den Raum. Ah ja, okay, da ist ein Schalter, der wahrscheinlich dann da unten die Tür öffnet, ne? Jawohl. Jetzt natürlich nur die Frage, ob das hier was Optionales ist oder ob es hier weiter hingeht. Denn ich sehe keine Erdbeeren mehr, von daher schätze ich mal, dass das tatsächlich der richtige Weg ist. Also schauen wir uns erstmal hier vorne noch weiter um. Na, schießen wir uns mal nach oben. Okay, da nach oben schießen zu lassen hat überhaupt nichts gebracht. Schießen wir uns mal nach oben rechts, oben links. Da oben ist die Erdbeere, okay. Okay, das scheint nicht die Rätsellösung zu sein. Das wird wahrscheinlich der Rückweg sein, ne? Na, fast. Hätte ich fast gehabt. Na, ich muss dann direkt nochmal dashen oder von da aus seitlich die Blase nehmen, statt nach oben rechts. Leider sind die Blasen. Okay, da habe ich definitiv nur rechts gedrückt, aber oben rechts angenommen. Leider sind die Blasen, was die Zeit angeht, bis sie tatsächlich in irgendeine Richtung losschießen, relativ knapp bemessen, was ein bisschen blöde ist. Okay. So. Geht doch. Ist doch alles ganz einfach. So, dann schauen wir uns mal hier noch um. Hier haben wir auch noch eine Erdbeere.
Ja, da muss ich nicht schief fliegen. Da muss ich so seitlich fliegen, dann schräg da rausspringen und in dem Dash-Kristall da drin landen. Jawohl. Ja, fast. Na, fast gehabt. Ah, da hatte ich es fast. Nur nicht genau zwischen den Spikes unten gelandet, wo ich landen wollte. Ich hätte mir ehrlich gesagt nicht viel Gedanken über den Rückweg gemacht. Ich habe mir nämlich den Rückweg nicht so richtig angeguckt. Ah, das war so knapp. Okay, versuchen wir das nochmal. So, geht doch. So, dann schauen wir mal, ob wir hier nicht oben in der Mitte noch irgendwas finden. Da sieht nämlich so aus, als sei da oben in der Mitte noch was. Und da ist definitiv noch was oben in der Mitte. Wenn er jetzt auch noch gerade oben annehmen würde, wenn ich da raus dashen möchte, wäre das hilfreich. Okay, da haben wir einen Schlüssel. Den hätten wir wahrscheinlich sogar gebraucht. Irgendwo werden wir wohl auf eine verschlossene Tür treffen. Da müssen wir definitiv von oben rankommen an den Schlüssel. Ist ja die Frage von wo oben. Wie komme ich da dran? Ist jetzt die große Frage. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das so intended war, aber es hat so funktioniert. Okay, das scheint schon auch eher so ein Weg zurück zu sein da vorne. Okay, hier kann ich mal kurz stehen. Okay. Gut, soweit so gut. Dann hier nach unten dashen. Dann ist da vorne ein Schalter, den ich sehe. Okay. Das hat auch funktioniert. Und jetzt haben wir den Schlüssel eingesammelt. Okay. Soweit so gut. Jetzt müssen wir noch die Schlüsseltüre finden, die dazugehört. Das hier könnte die richtige Richtung dafür sein. Ja, das ist die Schlüsseltüre. Dann wird wahrscheinlich die andere Richtung, wo wir vorhin doch wieder hin zurückgekommen sind, dann doch eine optionale Richtung sein. Also gehen wir dann nochmal dahin zurück. Auch wenn jetzt ein Umweg ist und so. War hier unten lang. Das war nämlich der Raum hier. Okay. Dann müssen wir dann wohl so und so und so. Und dann kommen wir hier unten lang. Okay. Ah. Okay, von hier aus kommen wir allerdings dann nicht mehr auf das Trampolin drauf. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie wir da rankommen sollen. So vom Grundsatz her. Wunderbar. Und das war doch gar nicht so schwierig. Wir müssen es halt nur richtig davon abboosten und dann geht das doch alles. Wunderbar. Hier war dann das Optionale, was ich gerade die ganze Zeit gesucht hatte, als ich hier in den Raum reingekommen war und mir gesagt habe, ich sehe irgendwie keine Erdbeeren mehr hinten in der Richtung. Das ist ein bisschen komisch. Mal schauen, ob hier oben noch was in der Ecke ist. Sieht aber nicht so aus. Gedacht, weil es da so schwer ranzukommen ist, vielleicht ist da noch irgendwas. Da unten drin waren wir. Da oben hatten wir, glaube ich, alles gemacht. Dann können wir jetzt tatsächlich zu der verschlossenen Tür, die wir aufgeschlossen haben. So, das war hier unten lang. Hallo? Danke, einmal nach rechts. Und jetzt frage ich mich natürlich, kann man hier irgendwie noch nach oben schießen und irgendwas kriegen? Oder nach oben rechts schießen und irgendwas kriegen? Nö, okay. Dann gehen wir hier halt einfach weiter. Okay,
Okay, da ist auch nichts. Okay. Und das hat funktioniert. Ist da unten eine Plattform? Ne, da unten ist keine Plattform, es ist einfach nur Dunkelheit, okay. Jetzt auch noch plötzlich mit Timing. Das ist ja ganz fies. Und hier jetzt auch noch timen zu lassen. Aber das hat soweit ganz gut funktioniert, glaube ich. Hier können wir was im Boden kaputt machen. Okay. Da ist eine verschlossene Tür. Ah ja, okay. Wir haben eine weitere verschlossene Tür gefunden. Wir müssen nur noch den Schlüssel dafür finden. Ist hier vorne noch irgendwo ein Licht? Nö. Na, ich hasse diese Dunkelheit. Nur so begrenzte Sichtradius zu haben, ist so einschränkend. Ich weiß, dass es sehr redundant war, das so zu sagen, aber es ist trotzdem richtig. Okay, dann müssen wir offensichtlich nach oben schießen. Dann schießen wir mal nach oben. Ist offensichtlich ein langer Weg nach oben. Okay. Und dann haben wir einen großen Spiegel gefunden, schätze ich. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir mal schauen, was sich hinter diesem Spiegel befindet. Bis dahin. Aloha.